Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer, Forscher und Seminarleiter in der vedischen Astrologie. In diesem circa 15 bis 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Transitpositionen der Planeten für den jeweiligen Aszendenten Monat Mai 2019. Und wie Sie schon gehört haben, hier geht es um Ihren Aszendenten und nicht, wie es in der westlichen Astrologie üblich ist, Ihr Sonnenzeichen. Deswegen suchen Sie bitte das für Sie passende Video entsprechend Ihrem Aszendenten aus, je nachdem, ob Sie Aszendent Widder, Stier, Zwilling und so weiter sind, denn es stehen für alle 12 Aszendenten die Videos zur Verfügung. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, haben Sie unterhalb dieses Videos einen Link, wie Sie auf meine Seite der vedischen Astrologie-Schule kommen, und dort ist ein Programm, wo Sie sehr einfach selbst anhand der Software gratis ausrechnen können, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist. Dann, ja, wird schon sehr heiß drauf gewartet. Es gibt wieder eine große Challenge, und zwar geht es um Ihre Zukunft. Die große gratis Zukunftsblick-Erforschungsreise wird im Juni starten, und hier lernen Sie anhand von Videos, bestimmten Unterlagen, die Sie alle gratis erhalten, 5 Wege kennen, um Ihre eigene Zukunft mehr und mehr entschlüsseln zu können. Und hier wird es auch wieder Verlosungen geben mit Amazon-Gutscheinen und vieles, vieles mehr. Wenn Sie sich jetzt schon mal anmelden wollen, damit Sie auf alle Fälle dabei sind und dabei sein können und auch die nächsten Informationen erhalten, dann bitte ich Sie, sich auch dafür schon mal einzutragen mit Ihrer E-Mail-Adresse. Auch dazu ist unterhalb dieses Videos für Sie schon mal der Link vorbereitet. Ja, auch immer sehr lohnend und sehr, sehr gerne gelesen. Immer wieder bekomme ich sehr, sehr positive Rückmeldungen. Das sind die vedischen Astro-News, mein Newsletter. Sollten Sie sich noch nicht eingetragen haben, dann lade ich Sie auch hierzu ein, sich unterhalb dieses Videos an den Link zu wenden. Dann kommen Sie auf die Seite, wo Sie sich gratis registrieren können, um künftig auch einmal im Monat diese vedischen Astro-News zu erhalten. So, jetzt geht's aber los mit der Deutung der Sterne für Monat Mai 2019. Ja, dann wollen wir mal schauen für Sie als Aszendent Fische, wie sich die Planeten im Transit darstellen für den Monat Mai 2019. Wir beginnen mit der Sonne, die ja auch immer Merkur in der Nähe hat. Und da sehen wir, dass die Sonne bis zum 20. Mai im Zeichen Stier ist. Darin haben Sie das dritte Haus. Das bedeutet, in den ersten 20 Mai-Tagen haben Sie ein gesteigertes Interesse daran, dass Sie etwas mit Ihren Hobbys unternehmen, mit Ihren privaten Interessen. Vielleicht wollen Sie auch etwas Neues erlernen, denn das dritte Haus steht auch für nicht nur die Hobbys, sondern auch für die Fähigkeiten, die man hat. Und Fähigkeiten, die entwickeln sich ja oft aus dem Hobbybereich raus. Ne? Wenn man sagt jetzt zum Beispiel, man interessiert sich mal so, meinetwegen für Gitarre spielen, ja, und plötzlich merkt man, ja, das gefällt mir, und dann spielt man immer öfter. Und so haben Sie mit der Sonne im dritten Haus für die ersten 20 Mai-Tage eine sehr gute Konstellation, um so kleine Wünsche, die etwas zu tun haben mit Ihren Fähigkeiten, Ihren privaten Interessen, Ihrem Hobbybereich, sich dafür einfach mehr zu interessieren. Von den Menschen her könnten Ihnen Ihre Nachbarn oder jüngeren Geschwister oder Arbeitskollegen wichtiger werden in diesem Zeitraum.
Die Qualität des dritten Hauses hat aber auch ein bisschen was mit Herausforderungen zu tun. Ja, vielleicht müssen sich der ein oder anderen Herausforderungen stellen, was ja aber gut ist, denn Sie wissen ja, der Mensch wächst an seinen Aufgaben. Die Sonne geht ab dem 21. Mai dann für die nächsten 30 Tage in ihr viertes Haus. Hier haben wir dann eine Position für die nächsten 30 Tage, wo es mehr um den häuslichen Bereich geht, ja. Und wir können daraus ableiten, dass Sie ja etwas mehr das Bedürfnis haben, auch mehr Zeit dann ab dem 21. Mai in den eigenen vier Wänden zu verbringen oder ja sich mit der Mutter mehr zu treffen, weil auch dafür steht dann das vierte Haus. Nun, Merkur ist verbrannt. Er steht im Haus der Kommunikation die meiste Zeit und er ist ab 9. Mai bis den ganzen Monat verbrannt. Das bedeutet, Sie sollten besonders achtsam sein, wie Sie kommunizieren, wie Sie sich durch Sprache ausdrücken, ja, und dies auch besonders gegenüber Arbeitskollegen, Nachbarn oder auch Geschwistern. Dann schauen wir mal weiter. Wir sehen, dass die Venus in der ersten Hälfte des Monats Mai im Widder steht, also in ihrem zweiten Haus. Vielleicht werden Sie im ersten Maihälfte irgendwelche luxuriösen Anschaffungen machen wollen. Ja, Sie haben so das Gefühl, dass Sie sich was verdient haben, dass Sie sich was wert sind, etwas aus Ihrem finanziellen Repertoire anschaffen zu wollen. Auf einer äußeren Ebene ist der Transit des Planeten Venus durch das zweite Haus, also zwischen 1. und 15. Mai, sehr gut dafür, dass Sie sich mal mehr mit dem Thema Selbstwert beschäftigen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Startposition, von wo aus man beginnen kann, ganz gut beginnen kann, mehr Selbstwert, Selbstachtung, Selbstliebe zu entwickeln. Wenn Sie mal da mehr darüber wissen wollen, dann gehen Sie mal ins Internet, googeln Sie mal, geben Sie mal ein Charlie Chaplin, Selbstliebe, da findet man ein Gedicht gratis, 2 Seiten als PDF. Lesen Sie sich das mal durch, weil er schreibt, wie er erst anlässlich seines 70. Geburtstags so richtig verstanden hat, was eigentlich Selbstliebe ist. Und dadurch könnten Sie auch etwas inspiriert werden. Die Venus geht aber dann ab 16. Mai auch ins dritte Haus und deswegen kommt hier auch schon wieder Harmonie und Diplomatie ins Haus, wo es um jüngere Geschwister geht oder auch Arbeitskollegen und Nachbarn, sodass, wenn da mal ein unpassendes Wort gefallen wäre, dies auch sicherlich durch die Venus wieder in Balance gebracht wird. Mars ist in den ersten 15 Tagen in Haus 4 und geht ab 16. Mai in Haus 5. Das bedeutet, in den ersten 15 Tagen des Monats Mai ist sehr das Thema Zuhause betont. Nochmal, ja, jetzt ein bisschen anderes Datum, aber von Mars her. Und auch das Thema Immobilien. Ja. Sie könnten jetzt vielleicht ein gesteigertes Interesse haben, eine Immobilie haben zu wollen. Oder Sie wollen sich stärker damit beschäftigen, wie Sie Ihr Zuhause renovieren können. Oder Sie wollen vielleicht ja, eine andere Immobilie haben oder Ihre Wohnsituation verändern. Und ab dem 16. Mai wechselt dann der Mars in das fünfte Haus. Dies kann für die Folgezeit dann zu etwas Spannungen führen mit dem Thema Kinder. Ja. Entweder gibt es Stress mit den Kindern direkt etwas mehr, dass mal das ein oder andere unpassende Wort fällt, was man vielleicht nachher bereut, oder sie haben mit dem Partner Meinungsverschiedenheiten über die Kindererziehung. In beiden Fällen ist es so, dass ab 16. Mai eben leichter eine Disharmonie entstehen könnte wegen Kinderthemen. Nun, schauen wir noch mal weiter. Ja,
Der Planet Jupiter ist nach wie vor unverändert im günstigen 10. Haus, im Haus der Karriere. Jupiter ist auch der Herrscher Ihres Aszendenten und so ist Ihnen Expansion, Ausdehnung, Weiterkommen in Ihrer beruflichen Entwicklung wichtig. Sie wollen Ihre Arbeitsplatzsituation weiter zum Gedeihen bringen und Sie fühlen sich auch gut in der Arbeit. Sie fühlen sich gefestigt, Sie werden auch erfolgreich und mit Wachstum und Motivation wahrgenommen am Arbeitsplatz und es fällt Ihnen auch leicht, in der Arbeit Sinn zu finden und auf Ihrem beruflichen Pfad mit Zuversicht vorwärts kommen zu können. Nun haben wir das 10. Haus, ist aber auch ein Vaterhaus. Das bedeutet, vielleicht haben Sie auch in den letzten Monaten schon und auch noch die Folgemonate in diesem Jahr etwas mehr Kontakt oder eine schöne Zeit mit Ihrem Vater. Ja? Das 10. Haus deutet übrigens auch darauf hin, ne, das 4. Haus ist das Zuhause, ist hier. Jupiter in Haus 10 ist das Gegenüber vom Zuhause, ne, das ist weg vom Zuhause, kann auch aufs Ausland hindeuten. So könnte dieses Jahr vielleicht auch nochmal ein längerer Aufenthalt im Ausland eine wichtige Rolle spielen. Wir schauen weiter, dann sehen wir, dass die Planeten Saturn, Rahu und Ketu auch nach wie vor in der Achse Krebs, Steinbock sind, also Haus 5 und Haus 11. Das bedeutet, eine wichtige Aufgabenstellung, die Sie längerfristig auch für das ganze Jahr 2019 noch haben, ist, wie Sie Ihren Talenten, Ihrer Individualität näher kommen. Ja? Es geht darum, sich ein bisschen unabhängiger zu machen von Freunden, ja, von Gruppen und Vereinen, ne, mit Saturn in Haus 11. Hier mal genauer hinschauen, wer ist denn wirklich ein Freund, wer bringt einen denn wirklich weiter und kann mit einem einnehmen, so wie man wirklich ist. Denn die Freunde sollten auch nach dem ausgewählt werden, je mehr sie wissen, wer sie in Wahrheit sind. Und es geht nämlich nicht darum, nur dazu zu gehören. Es geht darum, auch mit Menschen sich zu verbinden, wo sie auf der gleichen Wellenlänge sind. Und um sich mit solchen Menschen verbinden zu können, müssen sie aber wissen, wer bin ich? Wie bin ich? Was sind meine Talente? Was ist meine Stärke? Wo bin ich besonders Kreativität? Was macht meine Einzigartigkeit aus? Alles Rahu in Haus 5. Hierin werden Sie jetzt eher etwas mehr Unsicherheit entwickeln, wodurch Sie auch mehr Lust darauf bekommen, sich selbst mehr zu erforschen. Was gleichzeitig dann vielleicht das Glück, was Sie früher bekommen haben, durch die Anerkennung durch Freunde und so, etwas weniger wichtig werden lässt für die Zukunft. Okay, das war's für Sie, Aszendent Fische, Monat Mai 2019. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung, sich doch zu registrieren für die große Zukunftsblick-Erforschungsreise im Juni, wo Sie die Techniken kennenlernen, und zwar 5 Wege, um die eigene Zukunft für die nächsten 12 Monate mehr entschlüsseln zu können. Dazu, wenn Sie dabei sein wollen, bitte sich registrieren, damit Sie dann auch die weiteren Informationen bekommen, wie Sie an die Videos kommen und an die Dokumente, um anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops Ihre Zukunft mehr entschlüsseln zu können. Link dazu, wie gesagt, unterhalb dieses Videos. Dann, das Gleiche gilt, wenn Sie sich noch nicht eingetragen haben für den Erhalt meines Newsletters, die sogenannten vedischen Astro-News. Auch diese finden Sie hier, wenn Sie auf einen Link gehen, der unterhalb dieses Videos vorbereitet ist. Falls Sie sich
hieran anmelden möchten, um im Verteiler zu sein. Dieser erscheint einmal monatlich und behandelt immer spannende Themen rund um das Thema vedische Astrologie, Spiritualität, Lebenssinn, wie Sie zu mehr Erfüllung finden, aktuelle Weltereignisse und so weiter und so fort. Okay, ja, dann bleibt mir nur noch, Ihnen wieder einen fantastischen Monat Mai 2019 zu wünschen. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn Sie von der Gelegenheit, sich an der Zukunftsblick-Erforschungsreise da mitzumachen, sich auch dafür eintragen zu wollen. Alles klar, also nochmals einen wunderbaren Mai 2019.